Servus und hallo, willkommen bei Luxify zu einem Special an einem heißen Tag mit heißen News. Rolex schluckt Bucherer und natürlich, das ist eine Geschichte, über die wir reden müssen. Im heutigen Video erfahrt ihr also alles über den Deal des Jahres. Warum ist das überhaupt passiert? Was hat das zu bedeuten? Welche Konsequenzen wird das haben für die, für uns, für euch, für wen auch immer, all das jetzt in diesem Special. Viel Vergnügen. Wahnsinn, mich haben gestern so viele Nachrichten erreicht. Hast du schon gehört, Rolex schluckt Bucherer? Ja, das hatte ich und es war wieder mal wie verhext. Denn Donnerstag ist normalerweise der Tag, an dem so richtig, richtig viele News hier reinkommen, an denen die Pressemitteilungen sich ein Stelldich eingeben. Und wir haben immer noch August, es ist saure Gurkenzeit und entsprechend wenig war los. Also habe ich mir gedacht, ach komm, so gegen 4:30, gehst in die Stadt, gönnst dir Negroni, passiert heute eh nichts mehr. Kaum stand dieses wunderschöne Geschenk vor mir. Ja, dann kamen die News und ich dachte mir, das ist mal krass, das ist mal richtig krass. Damit hat wohl wirklich keiner gerechnet. Und das Ganze ging wie ein Lauffeuer durch die Medienlandschaft, sei es nun Instagram, sei es Facebook, sei es Newskanäle und so weiter. Sogar die Bild-Zeitung hat darüber berichtet. Und da dachte ich mir, okay, da muss ich jetzt nicht auch noch euch ein exklusiv Schnellvideo machen, weil ihr habt eh schon alle gewusst, worum es geht und was da passiert ist. Stattdessen lassen wir die Sache doch mal ein bisschen sacken, analysieren doch mal, was das jetzt wirklich zu bedeuten hat und was nicht und reden darüber. Auch im Forum wurde viel darüber diskutiert und sehr heiß diskutiert und was jetzt alles passieren wird. Ich muss sagen, ich glaube, so die Auswirkungen, wie man das dort befürchtet oder erhofft, je nachdem, wird das Ganze wohl nicht haben, zumindest erstmal nicht. Aber beleuchten wir einfach mal so ein bisschen, wie es dazu kam, was überhaupt da los ist, ganz ohne Hektik und ohne Drama und was auch immer. Wir haben Jörg Bucherer, der ist Jahrgang 1936, somit stolze 87 Jahre alt und ihm gehört die Bucherer-Gruppe. Zur Bucherer-Gruppe dazu gehört natürlich der uns alle bekannte Konzessionär Juwelier Bucherer, dazu die Uhrenmarke Karl F. Bucherer und die Schmuckmarke Bucherer Fine Jewelry. Ja, und Jörg Bucherer, sowas zu lesen, der hat nun keine direkten Nachkommen, an denen er sein Imperium weitergeben könnte. Und insofern war halt die Frage, was passiert? Bucherer ist der weltweit größte Uhren- und Schmuckhändler. Seit Übernahme von Tournaux im Jahr 2018 auf jeden Fall. Und da war jetzt die Frage, wer soll das schlucken? An Mitbewerber, die sind eigentlich alle zu klein dafür. Was bleibt dann noch übrig? Wer hat genügend Geld in der Portokasse und ist auch der Schmuck- und Uhrenindustrie nicht so abgetan, dass er das übernehmen könnte? Und da kommt euch wie mir wahrscheinlich ein Name als allererstes in den Sinn und das ist Bernard Arnault, der Chef von LVMH. Ja, der könnte das natürlich machen und umgekehrt natürlich auch andere Luxusgüterkonzerne wie eben Richemont oder wie Kering. Für Rolex wäre das eine ziemlich doofe Situation, denn womit macht Bucherer den meisten Umsatz? Ich habe keine verlässlichen Zahlen, aber vom Bauchgefühl her würde ich sagen, mit dem Verkauf von Rolex-Uhren. Soll Rolex also nun zuschauen, wie ein anderer Konzern immer reicher wird, indem er ihre Produkte verkauft? Ist jetzt nicht so doll. Hinzu kommt, Rolex und Bucherer verbindet eine wirklich sehr, sehr, sehr lange Verbundenheit. Ja, ihr wisst, was ich meine. Im Grunde ist es halt so, dass wirklich, das stand auch in der Pressemeldung, dass Jörg Bucherer der letzte Geschäftsmann ist, der noch lebt, der wirklich noch mit dem Rolex-Gründer Hans Wilsdorf persönlich zusammengearbeitet hat. Also das ist schon sehr, sehr starke Verbundenheit dort. Man munkelt, dass es auch keine schriftlichen Verträge zu vielen Dingen gibt, sondern dass das alles per Handschlag besiegelt wurde. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber auf jeden Fall, man sah das ja auch beim CPO-Geschäft, was erstmal mit Bucherer gemacht wurde, da ist schon sehr, sehr viel Verbundenheit da. Und ich glaube, seitens Rolex hatte man da auch so ein bisschen Angst, dass sich das ändern würde, dass sich das ändern könnte, beziehungsweise dass das zum Nachteil von Rolex sich ändern könnte irgendwie mal. Insofern wirkt es auf mich so ein bisschen so, als wäre das natürlich zum einen von Herrn Bucherer eine gewünschte Lösung, zum anderen
Rolex aber auch im Grunde keine andere Wahl gehabt hat, als diesen Schritt zu gehen. Nun wird Bucherer also ein Teil von Rolex. Genauer gesagt wird Bucherer eingegliedert in die Rolex Holding. Das heißt, unter der Rolex Holding firmieren dann halt zum einen Rolex und zum anderen Tudor und zum anderen Bucherer nebeneinander. Es wird als eigenständige Marke fortgeführt. Rolex betont in seiner Presseaussendung, dass Bucherer auch seine Geschäftstätigkeit eigenständig weiterführen werde, sich einmal diesbezüglich nichts ändern werde. Ebenfalls wird betont, dass die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den übrigen offiziellen Fachhändlern des Vertriebsnetzes unverändert fortgesetzt würde. Ja, für mich stellen sich zwei Fragen bei der ganzen Geschichte. Das eine ist, steht am Ende dieses Prozesses, auch wenn es jetzt erstmal anders gemeint ist, eine Veränderung der Vertriebsstruktur, dass es dann Rolex nur noch bei Bucherer geben wird, weil die Marge im Haus bleibt, dass alles andere wegkommt, dass die Bucherer-Filialen im Grunde zu Rolex Monobrand-Boutiquen oder zu Boutiquen der drei Marken werden. Das wird in unserem Forum vermutet von einigen. Dazu muss man halt sagen, Bucherer ist zwar der größte Uhren- und Schmuckhändler der Welt, aber er ist alles andere als weltweit aufgestellt. Also wir haben natürlich in der Schweiz sehr, sehr stark 15 Geschäfte, dazu 13 in Deutschland. Wir haben 7 Geschäfte in England, respektive in London. Und hinzu kommen eines in Kopenhagen, eines in Paris und eines in Wien. Dazu haben wir natürlich Tourneau. Und da hat es laut Webseite aktuell 34 Filialen in den USA. Einige firmieren unter dem Namen Bucherer, einige unter Tourneau. Und insgesamt sind es laut Pressemeldung von Rolex über 100 Fachgeschäfte. Von den 100 Fachgeschäften oder über 100 Fachgeschäften führen sowieso nur 53 die Marke Rolex und 48 die Marke Tudor. Es wird einen Grund haben, warum das so gehandhabt wird. Nehme ich mal an, dass nur die Hälfte etwa Rolex hat. Ob man das nun ändern wird, ich weiß es nicht. Ob man gar alle Boutiquen für die eigene Marke machen will, ich habe meine Zweifel dran, ehrlich gesagt. Klar könnte ich mir vorstellen, dass bei der Belieferung Bucherer dann zukünftig irgendwann bevorzugt wird. Aber auch da heißt es seitens Rolex ganz klar, nein, auch daran wird sich nichts ändern. Es bleibt alles so, wie es ist, sowohl was Bucherer angeht, was auch die anderen Fachhändler angeht. Denn mit denen arbeitet man ja zum Teil mindestens genauso lang zusammen wie mit Bucherer und das will man eben auch weiterhin tun. Gut, dass das Konzessionärsnetz hier und da ausgedünnt wird, das ist eine Entwicklung der letzten Jahre, die wird natürlich auch weiterhin so weitergehen, aber das wird nichts zu tun haben groß mit dem Bucherer-Deal und auch was die Konzessionsentzug für Wempe angeht in London und Madrid, da sehe ich jetzt hier nicht wirklich einen Zusammenhang, muss ich sagen, denn Madrid ist Bucherer, glaube ich, gar nicht präsent und im Großraum London haben wir neben 4 Rolex-führenden Bucherer-Filialen noch 22 weitere Rolex-Händler, davon alleine 11-mal Watches of Switzerland. Deren Kurs übrigens ist heute Morgen zwischenzeitlich mal um 28% eingebrochen. Da scheint man also seitens der Anleger nicht ganz so davon überzeugt zu sein, von den beruhigenden Aussagen, die da Rolex tätigt. Dennoch, dass man hier von jetzt auf gleich die komplette Vertriebsstruktur ändert, das halte ich für ebenso unwahrscheinlich, wie dass man andere Marken raushauen wird von den Geschäften. Aber Frage 2. Was machen jetzt wirklich die anderen Marken? Also wie gefällt denen das? Bleiben die bei Bucherer? Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Denn gerade Marken, die in einem ähnlichen Bereich angesiedelt sind wie Rolex und wo es davor ja schon hier und da, man erinnert sich an den ein oder andere Geschichte, wo es um Schaufensterflächen ging und Größe der Schaufensterflächen und Lage der Schaufensterflächen und dass man da mehr wollte oder Besseres wollte als Rolex. Das wird natürlich jetzt so nicht mehr funktionieren und das ist eine Entwicklung, die dem einen oder anderen sicherlich nicht recht sein wird. Und kann Marken wie Omega beispielsweise damit leben, dass die Marge ihrer Uhrenverkäufe nun bei Rolex verbleibt? Weiß ich nicht. Interne Vereinbarungen zwischen den Marken, den Mitbewerbermarken und den Einzelhändlern. Auch das geht ja alles irgendwie zu Rolex über und das könnte ein Punkt sein, an dem man sagt, naja, nee, lass mal, also da wollen wir uns jetzt nicht so reinreden lassen und reinschauen lassen und das möchten wir nicht und da ziehen wir uns zurück. Das ist durchaus interessant in dem Zusammenhang. In Wien gibt es eine Omega-Boutique,
die wurde die ganze Zeit betrieben aus der Schweiz von der Bucherer-Zentrale in Luzern. Das sollte jetzt geändert werden, sollte angegliedert werden an die daneben befindliche Bucherer, ehemals Habahn-Filiale hier in Wien. Und dann gab es Gerüchte, dass diese Konzession von Bucherer abgegeben wird und die Boutique direkt von Omega nun betrieben wird. So Gerüchte gab es auch bezüglich einer anderen Marke und ich dachte mir, was ist da jetzt los? Und jetzt frage ich mich natürlich, war das vielleicht schon ein Vorgeplänkel? War da schon, wusste man da branchenintern schon, da ist was im Gange? Oder war das jetzt auch reiner Zufall? Ich weiß es nicht, aber ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht, welche Marken dann überhaupt noch bei Bucherer bleiben. Also Top-Marken von der Swatch Group, von der Richemont Group, von LVMH, werden wir die dann noch sehen? Was ist mit den Bucherer Blue Editions? Geht das weiter? Das sind alles Fragen, die geklärt werden müssen, denke ich. Es ist halt auch das erste Mal, also berichtigt mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, es ist wirklich so. Es ist eine Premiere in der Uhrenindustrie, dass ein Hersteller wirklich einen Vertriebskanal übernimmt, auf dem auch die Produkte der Mitbewerber vertrieben werden. Das ist schon, ich kann mir vorstellen, dass das nicht so wahnsinnig lustig ist für die. Auf der anderen Seite natürlich, wo sollen sie jetzt hin? Also ist das die große Chance von Wempe, von Rüschenbeck, dass sie wieder Marken dazu bekommen, die sie vielleicht vorher nicht hatten? Können die da an der ganzen Sache gewinnen? Oder wie schaut es aus mit anderen Multibrand-Konzessionären, zumindest abseits der großen Städte, wo jetzt Bucherer eigene Filialen hat oder wo es Monobrand-Boutiquen gibt? Könnte sein, dass wir da Bewegung sehen. Könnte aber auch sein, dass das das Ende ist von Multibrand-Konzessionären an sich, zumindest in diesem Luxussegment, dass die sagen, okay, wir machen wirklich nur noch unsere eigenen herstellerbetriebene Monobrand-Boutiquen und wir haben Online-Stores und das war's. Und die eigenständigen Juweliere, die kriegen dann vielleicht mit etwas Glück noch Marken wie Longines, wie Baume oder wie Tudor. Wie geht der Deal überhaupt durch? Das ist reine Formsache, so heißt es einerseits. Aber es könnte durchaus sein, dass die Wettbewerbshüter da irgendwelche Bedingungen dran stellen. Denn wir sprechen ja schließlich von einem Zusammenschluss des größten Herstellers mit eben dem größten Händler. Auf der anderen Seite, Rolex war bisher nicht Händler, hatte nur eine selbstbetriebene Boutique, die in Genf, plus eine, über die ich jetzt eigentlich dieses Video hätte drehen wollen. Da war ich nämlich am Montag, kam jetzt ein bisschen anders. Also sind es eigentlich zwei unterschiedliche Geschäftsfelder oder nicht? Wir werden sehen, ob es eine Formalie ist, ob das so durchgeht ohne Bedingungen oder nicht. Recht spannend, aber ist natürlich auch wieder das Thema CPO, weil Bucherer war ja der Erste, mit dem Rolex da zusammengearbeitet hat. Und speziell Tourneau in den USA ist in der Geschichte sehr, sehr gut aufgestellt. Ich habe mal geschaut auf die CPO-Seiten. Bei Bucherer hier in Österreich findet man derzeit 33 Modelle. Ja, das ist okay. In Deutschland sind es immerhin schon 190, nicht schlecht. Aber bei Tourneau sind es über 1.100, fast 1.140 CPO-Uhren, die da auf der Webseite angeboten werden. Nur Rolex CPO. Die anderen Marken kommen ja da noch on top. Also das ist schon alles andere als irrelevant, was man sich da ins Boot geholt hat, auch eventuell was das Know-how anbetrifft. Über den Kaufpreis selbst gibt es natürlich keine offizielle Info. Im Forum war was zu lesen von rund 3 Milliarden Schweizer Franken. Das kommt wohl von Philipp Stahl, der das auf Instagram so kommuniziert hat. Keine Ahnung, was da dran ist, aber für gewöhnlich ist Philipp da ja immer recht gut informiert. Was macht nun der 87-jährige Bucherer mit all dem Geld? Auch da diskutierte man im Forum drüber. Ich glaube, Geld war bei dem Deal nun wirklich nicht die treibende Kraft, denn dass der Name Bucherer weiterhin Bestand hat, das war ihm, glaube ich, wichtig. Und dass das dafür steht, wofür es auch in den letzten Jahrzehnten schon stand und nicht irgendwie bergab geht oder sonst was. Das dürfte weitaus wichtiger gewesen sein und da hätte es wohl auch keinen besseren Käufer als eben Rolex geben können. Ja, na, es ist schon der Wahnsinn. Also es war wirklich eine Geschichte, mit der wohl niemand gerechnet hat, auch wenn es natürlich immer den einen oder anderen gibt, der sagt, ja, naja, war ja eigentlich klar, dass das so kommt. So ganz klar war es wohl dann doch nicht, wenn man die Reaktionen sieht.
Wie gesagt, eigentlich wollte ich ein ganz anderes Video euch machen. Ich war nämlich an Bord der Explorer 1. Da gibt es ja einen Rolex Store, den ersten auf See überhaupt. Muss ich dann das nächste Mal machen, weil Genf grätscht mir rein mit dieser Neuigkeit. Naja, wie es auf der Explorer 1 genau abläuft mit der Rolex-Boutique, was ihr da wissen müsst, ob ihr eure Rolex wirklich ohne Warteliste dort bekommt oder nicht oder welche oder wie oder was. Ich habe viele, viele Infos an Bord für euch gesammelt. Da mache ich euch, wie gesagt, ein eigenes Video zu. Das kommt dann eben beim nächsten Mal. Für heute möchte ich nun natürlich gerne wissen, was ihr von diesem ganzen Deal haltet. Was sagt ihr dazu? Ist das eine gute Geschichte? Ist das eine weniger gute Geschichte? Was bedeutet das für euch als Endkunden? Bedeutet das überhaupt irgendwas? Was bedeutet es für die gesamte Uhrenindustrie? Eure Meinung schreibt sie mir gerne hier in die Kommentare oder ins Forum, wo immer ihr möchtet. Das war's für heute. Wenn euch das Ganze gefallen hat, freue ich mich natürlich über eure Kommentare, über euer Like. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr es nicht schon habt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Zeit. Genießt die Zeit. Gehabt es euch wohl, bleibt gesund und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.